Und ich beantworte es kurz und schmerzlos. Ja, man kann unter diesen Bedingungen glaubwürdig linke Politik machen. Die Frage ist nur, dass in welchem Schrittmaß, in welchem Umfang. Dass für eine andere Mehrheit in diesem Lande und einen wirklichen Politikwechsel in diesem Lande, dass zuallererst gar nicht so sehr eine Frage ist, ob welche politischen Parteien jetzt eine Mehrheit bilden können, sondern inwieweit in diesem Lande eine gesellschaftliche Positionierung sich herausentwickelt und eine Stimmung entwickelt, die so sagt, wir wollen hier in der Tat einen politischen Kurswechsel in diesem Lande organisieren. Und eine derartige Stimmung ist auch nach jetzt anderthalb Jahren offensichtlicher Wirtschafts- und Finanzkrise, eine derartige Stimmung ist momentan in diesem Lande nach wie vor nicht in einer gewissen Breite überhaupt erkennbar. Da ist Brandenburg ein sehr guter Beleg. Wir haben in Brandenburg tatsächlich seit gemessen an verschiedenen Umfragen, nicht nur die Linke selbst gemacht hat, wir haben also sehr ausführlich und teuer Meinungsumfragen 2006, 2007 gemacht, eigene, wo wir festgestellt haben, die Mehrheit der Brandenburgerinnen und Brandenburger hat Hartz IV abgelehnt. Die Mehrheit der Brandenburgerinnen und Brandenburger wollte unbedingt eine ganz veränderte Kita-Politik. Dazu hatten wir eine ganz breite gesellschaftliche Bewegung, wirklich eine richtige, das war ein Highlight, die Volksinitiative für eine bessere Kita. Wir haben in Brandenburg, wie im Bund, die Ablehnung des Afghanistan-Einsatzes. Wir haben Mehrheiten zu bestimmten politischen Fragen, wo die Regierenden sich überhaupt nicht danach richten. Aber auf der anderen Seite ist diese allgemeine Stimmung von Besorgnis, die es gibt in der Bevölkerung und die man ja in empirischen Umfragen auch nachlesen kann, ist eine Stimmung, die nicht umschlägt in Handeln oder in einen wirklichen politischen Nährboden. Das heißt, wir haben einen Zuspruch der Wählerinnen und Wähler für diese machtpolitische Option und wir haben sogar im Gegenteil große Befürchtungen gehabt bei Leuten, die uns gewählt haben. Sagen, wir wählen euch jetzt zum dritten Mal. Aber wenn ihr wieder mit der SPD es nicht hinkriegt, dass sich hier mal was ändert, nach so und so vielen Jahren, nachdem alle der Meinung sind, Kita, Bildung, Hartz IV, öffentlich geförderte Beschäftigung, Mindestlohn, wir haben eine gemeinsame Kampagne mit dem DGB ja bundesweit gehabt, auch in Brandenburg, eine eindeutige Mindestlohnkampagne gegen die SPD in der Regierung, aber mit SPD-Kolleginnen und Kollegen vor Ort, völlig irre. So. Also wenn ihr das nun nicht wieder hinkriegt, wissen wir nicht, warum sollen wir euch denn da noch wählen? Aber in der öffentlichen Wahrnehmung hat die Linke nur eine sehr geringe Kompetenzzuweisung, was es in Richtung in der Tat wirtschaftspolitische Alternativen. Wie kann man denn die Ökonomie, wie kann man eine gesellschaftliche Produktion anders organisieren, dass es anders funktioniert? Da haben wir ein großes Manko bislang. Wir haben zwar in den letzten Jahren eine ganze Reihe von programmatischen Positionen dazu entwickelt und Konzeptionen entwickelt, aber es ist eben bisher nicht gelungen, diese Konzeption in der aus meiner Sicht notwendigen Weise wirklich zu verbreitern, um darüber auch ein Stück weit Aufmerksamkeit und Zustimmung zu bekommen und darüber auch den Menschen, die in der betrieblichen Situation scheinbar lernen, Lohnverzicht, Sicherheit, Arbeitsplätze, ihnen auch durch alternative Konzepte mit eine andere Perspektive aufzuzeigen, sofern man sie dann eben auch immer erreicht. Das ist ja noch mal ein zweites Problem. Ich sage ja, wir brauchen solche Strategien des Zusammengehens. Ich habe festgestellt, bei allen Crossover-Debatten und programmatischen Geschichten, aber den Instituten, die sich jetzt gründen, weil Menschen sich gut verstehen, weil es tatsächlich ja Berührungspunkte gibt, dass natürlich auch die Begriffe sich ähneln. Es sind überall die gleichen Fragen, die gestellt werden. Ob das Arbeit, Verteilung, Ökologie, Klima, Demokratie, Menschenrechte, die Frage des Wachstums und der Wirtschaftspolitik sind. Also all das ist überall gleich. Die Fragestellungen sind gleich. Wenn man sich auf der Diskussionsebene immer bewegt, wie kann man jetzt da irgendwie gemeinsam was organisieren und dann diese Basisstrukturen, die gesellschaftlichen Entwicklungen, die Fragen, wie sich das Bewusstsein in den Betrieben entwickelt, wenn man das ausblendet, dann sind das ohnehin Diskussionen, die viel zu kurz greifen, weil es ist in der Tat ja so, wie Ottmar ja bereits gesagt hat, selbst wenn wir morgen eine Mehrheit hätten, in welcher Formation auch immer, und wir würden, ich sag mal nur, eine Vermögensteuer einführen, und wir hätten nicht wirklich eine breite gesellschaftliche Stimmung in diesem Lande,
die ein derartiges Projekt auch wirklich will und aktiv unterstützt, dann würde eine Regierung, die selbst eine Mehrheit hätte für solch ein Projekt, die würde von der Bild-Zeitung in 2 Wochen von der Bildfläche geputzt oder würde dazu genötigt, ihre Politik zu verändern. Wir haben in Brandenburg so eine Art konstruktive Opposition. Oftmals wird uns gesagt, Kuschelkurs mit irgendwie, wir sind da, wären da besonders konservativ und besonders ordentlich und diszipliniert und so. Also die Brandenburger haben da gelegentlich auch in der Bundespartei mal so ihr Fett weggekriegt. Aber de facto ist es so, dass wir geguckt haben, wie können wir Vorschläge machen, die unter den jetzigen politischen Verhältnissen immer solide ausfinanziert, tatsächlich realistisch umsetzbar sind. Es muss immer gehen. Ja? Es geht nicht darum, schöne Texte zu machen, sehr klare und prägnante Programme, sondern für uns geht es nach Marx darum, mit einem wirklichen Schritt von Politik die Praxis zu verändern, die Gesellschaft zu verändern. Das ist das Ideal dieses Koalitionsvertrages aus linker Sicht? Ich glaube, die ganzen Debatten, und die sind sicherlich sinnvoll und die kann man führen und man kann auch versuchen, dort Begegnungen zu organisieren zwischen Linken und Sozialdemokraten und Grünen und über die Perspektiven Zusammenarbeit diskutieren. Ich habe da gar kein Problem mit. Nur das eigentlich zugrunde liegende Problem ist, wie diese Passivitätskrise in der Gesellschaft oder gerade auch in großen Teilen der Arbeitnehmerschaft, wie diese Passivitätskrise überwunden werden kann. Das ist ein viel größeres Problem, denn ohne die Überwindung dieser Passivitätskrise wird es auch keine vernünftige Voraussetzung geben für ein wirklich linkes Projekt, das in Anbetracht der Probleme, die wir haben, eine sinnvolle und halbwegs erfolgversprechende Politik organisiert. Das heißt, es gibt auf beiden Seiten Punkte, wo man sich bewegt hat, wo man sich aufeinander zu bewegen musste, aber ich sage hier ganz deutlich, es braucht auch nicht den Kniefall von Matthias Platzeck, es braucht auch nicht, da sind wir die Letzten, die das fordern können, den Kniefall der SPD wegen Hartz IV. Wenn man sich jetzt konkret darauf einigen kann, die Folgen bitte zu bekämpfen, und wir bewegen uns deutlich im Widerspruch zu dem, was bundespolitisch vorher passiert ist und zu dem, was bundespolitisch jetzt passiert, und da sage ich, wenn denn nicht in Brandenburg, soll man diese Möglichkeiten landespolitischer Übereinstimmung zwischen SPD und Linken nutzen, um daraus für 5 Jahre auf dem Gebiet der Bildung, der sozialen Gerechtigkeit in der Bildung, also Zukunftschancen für Kinder hier und heute, und da sind wir dran, nicht nur durch Kita-Personalschlüssel, auch durch Schüler-BAföG, durch die Möglichkeit der Selbstbestimmung der Schulen, Mittelzuweisungen für bestimmte Projekte, Ganztagsunterstützung und anderes. Warum soll man das hier und heute nicht tun? Das ist doch nicht nichts. Nur soziale Gerechtigkeit herzustellen, immer an dem Beispiel meinetwegen Arbeitslosengeld 2 auf 500 Euro zu erhöhen, so wichtig es ist, reicht überhaupt nicht aus, sondern diese Krise hat deutlich gemacht, dass die gesamten gesellschaftlichen und produktionsseitigen Strukturen so weit am Ende sind, dass man sie umbauen muss, und wenn man sie nicht umbaut, dann wird die Anarchie des kapitalistischen Marktes zu ganz verheerenden Folgen führen. Dann werden große Betriebe pleite gehen, dann werden 10.000, 20.000 Leute über kurz oder lang irgendwo auf der Straße stehen und die sozialen Probleme werden dann darüber natürlich noch viel, viel schärfer. Ich würde alleine schon mit der Linkspartei eine Koalition machen, wenn wir den Mindestlohn hinbekämen. Ich bin derart moralisch empört. Bei mir liegt ein Schreiben einer Frau auf dem Schreibtisch hier in Berlin, die reinigt Toiletten im Westerwald. 400 Euro, Job, 32 Wochenstunden. Stundenlohn, 2 Euro noch was. Und Toilettenreinigen ist nicht das allerschönste Vergnügen. Da gibt es Professoren im Fernsehen, die erklären, ja, diese Arbeit ist ja auch nicht mehr wert. Das sind Hinzuverdienste und sollen froh sein, dass sie das haben. Diese Professoren haben einen schwersten Riss in der Schüssel. Wenn in Deutschland die Toilettenfrauen eine Woche ihren Job einstellen würden, wären wir solch ein Notstandsgebiet. Wenn in Deutschland einige Professoren ihren Job einstellen würden, würde es dem Land besser gehen. Also, mir macht das Spaß. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das linke Politik ist. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das zum Erfolg der Linken und zur Akzeptanz der Linken bundesweit beitragen kann.